Das US-Verteidigungsministerium hat entschieden, das TACAMO-System zu aktivieren. Dieses System ist für den Einsatz in einem Atomkrieg vorgesehen, um die Kommunikation zwischen dem Kommando, das Entscheidungen über die Durchführung strategischer und taktischer Nuklearangriffe trifft, und der Triade strategischer nuklearer Trägersysteme aufrechtzuerhalten. Dies weist entweder auf die Vorbereitung von Streitkräften durch das Pentagon zur Durchführung von Atomschlägen oder auf die Entwicklung solcher Aufgaben hin. Solche Aktionen seitens der Vereinigten Staaten sind sehr besorgniserregend, insbesondere wenn wir die von den Vereinigten Staaten wegen der Ukraine organisierten Provokationen berücksichtigen. Eine Reihe von Quellen behaupten jedoch, dass wir über geplante US-amerikanische und israelische Angriffe auf den Iran sprechen, da das Korps der Islamischen Revolutionsgarde des Iran vor einigen Tagen einen Angriff auf die amerikanische Botschaft in Erbil durchgeführt hat und eine Gruppe israelischer Generäle eliminiert hat, durch Abschuss der 12 ballistischen Raketen auf den Irak. Das Pentagon hat sich noch nicht dazu geäußert, womit die Aktivierung des TACAMO-Systems zusammenhängt. Das US-Verteidigungsministerium äußert sich zu dieser Sache nicht, ob diese Aktionen nur ein Training sei. Doch Fakt ist, dass 4 amerikanische Flugzeuge, die die Arbeit in einem Atomkrieg koordinieren, sind tatsächlich in die Luft gehoben. Fachleute weisen unter anderem darauf hin, dass kürzlich weitere amerikanische Tankflugzeuge nach Europa verlegt wurden, was durchaus auch mit der aktuellen Situation zusammenhängen könnte. Vielen Dank an alle, die sich dieses Video bis zum Ende angesehen haben. Bitte like das Video, damit es öfter in die YouTube-Empfehlungen aufgenommen wird. Bitte teilen Sie es in den sozialen Netzwerken und geben Sie uns viel Feedback und abonnieren Sie unseren Kanal. Bis bald, Freunde.